Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Beim letzten Mal haben wir Rex Raptor im Duell besiegt und dafür unsere vierte Locator-Karte erhalten. Außerdem haben wir Zutritt zum Park bekommen, wo allerdings schon ein Ghoul auf uns wartet. Wunderbar. Punkt, 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 Punkt. Okay, er redet nicht mit uns. Duell, Punkt, Punkt, Punkt. Scheinbar ist sein Vogel noch nicht geflogen gekommen und dann nicht. Der Typ da drüben, er ist mir unheimlich. So ist er schon seit 2 Tagen. Und er sagt nichts. Kein Wort. Na gut, wenn er da vorne toter Mann spielen will, gehen wir halt weiter durch den Park. Was? Was ist los? Was willst du? Stör mich nicht, wenn du nichts willst. Tut mir leid. Du siehst aus wie ein Duellant. Willst du ein Duell? Ja, aber nicht gegen dich. Mit wem soll ich als nächstes kämpfen? Bist du ein Duellant? Möchtest du ein Duell gegen mich? Ja, auch nicht gegen dich. Wir werden zum neuen Rex Raptor. Ha! Du bist auch Duellant? Auch ich suche einen Gegner. Möchtest du gegen mich kämpfen? Nein. Du hast mir auch nicht genug Locator-Cards, als dass wir gegen dich kämpfen würden. Was? Was willst du, kleiner Punk, eigentlich? Du forderst mich heraus? Na, du hast Mut. Also, komm! Ey, Kollege, Vorsicht, wen nennst du hier Punk? Komm, den machen wir jetzt aber fertig. Okay, packen wir es! Ja, als Antikarte setzen wir wie immer unser Schattengespenst und wir dürfen anfangen. Haha, da ist schon unser Krötenmeister. Wir könnten allerdings auch Doron setzen. Aber ich würde sagen, wir beschwören uns lieber erstmal einen Schleimfrosch, den wir dann möglichst nächste Runde opfern werden für Kairi Oshin. Er legt nur irgendwas in verdeckte Verteidigung, nicht interessant. Das heißt, wir können unseren Schleimfrosch wie geplant opfern. Tribut und Kairi Oshin rufen. Dann machen wir das Ganze hier direkt mal zu einem Umi-Feld, sodass unser Gegner schon überhaupt keine Chancen hat, mehr ATK zu haben als wir. Haha, Krötenmeister kriegt jetzt natürlich den Feldvorteil und hat 1300 Angriff. Kairi Oshin kann leider nicht angreifen, weil er seinen Effekt benutzt hat. Aber ist ja auch weiter egal. Wieder eine verdeckte Karte in der Verteidigung. Nicht weiter schlimm. Effekt von Doron wird aktiviert. Jetzt haben wir sogar noch einen Doron auf der Hand. Und damit haben wir wieder 2 zusätzliche 900er Monster auf dem Feld. Direktangriff mit Kairi Oshin. Kabam! 5660 LP bleiben unserem Gegner hier noch. Tja, so ein stinknormaler NPC, der meint uns herausfordern zu wollen, ne? Tja, jetzt weiß er, was er davon hat. Monster wiedergeboren wird aktiviert. Damit können wir uns jetzt seinen Sternbeutel zurückholen. Und den können wir als Tribut für Morinfen benutzen. Ja, also opfern und Morinfen mit 1550 aufs Feld. So, dann Angriff mit Doron, reicht für das Panzerauge da locker aus. Direktangriff mit Morinfen, das sollte es jetzt gewesen sein. Direktangriff mit Doron ist er nur noch auf 3210. Direktangriff mit Kairi Oshin ist er nur noch auf 870. Und der Krötenmeister beendet das Ganze. Jawohl, der Gegner hat keine LP mehr. Duell-Sieg, das ging schnell. Kapazität ist um 5 gestiegen und 630 Domino halten. Du hast Wächter des Labyrinths bekommen. Ja, ne, generell kein schlechtes Monster, allerdings hat er mir zu viele und zu hohe Kosten. Da, ich habe verloren. Ja, das war aber eine schlimme Niederlage. Das hast du dir auch selbst zuzuschreiben, du verdammter Punk. Ja, und hier haben wir jetzt Weevil wieder mit seiner Armee. Fordern wir ihn doch endlich mal heraus. Fufu, all diese Duellanten hier sind meine Schüler. Wenn du gegen mich im Duell antreten möchtest, musst du erst alle anderen besiegen. Ich vergeude meine Zeit nicht mit einem Weicher, erinnert mich leicht an Rex. Willst du Insektor Hager zum Duell herausfordern, dann musst du zuerst mich schlagen und glaub ja nicht, dass ich ein einfacher Gegner bin. Ja, wenn du das meinst. Dann mal auf ins Duell gegen den ersten Insektengegner hier auf dem Waldfeld. Tja, ne, ich glaube, das größte Problem wird sein, dass wir hier halt erstmal auf einem Waldfeld kämpfen müssen. Dass unsere Gegner hier die ganze Zeit Feldvorteile haben werden. Aber ne, soweit erstmal schon kein Problem. Das sind zwar 2 verdeckte Karten, allerdings können scheinbar seine 2 Monster da schon keine 900 ATK von Doron überwinden. Das ist ja wunderbar. Dann aktivieren wir einfach mal die Sanduhr des Lebens und geben allem, was wir hier haben, plus 500 ATK. Das erscheint mir recht sinnvoll. Und da war eine Falle. Unbegrenzte Entlastung. So können wir eine Runde lang nicht angreifen. Eine unglaublich gefährliche Falle. Naja, nicht wirklich eigentlich. Eine ausgedehnte Ruine ist eine gefährlichere Falle, würde ich sagen. Ja, dann aktivieren wir gleich noch einen Doron und schon haben wir unser Feld voller Monster. Yay, mal wieder 4 Dorons und die Sanduhr des Lebens. Angriff mit der Sanduhr, das war nur ein Kurogashi und direkter Angriff mit Doron Nummer 1, direkter Angriff mit Doron Nummer 2. Da bleiben ihm schon wieder nur noch 3800 Lebenspunkte. Er ist eine Reihe, legt nur irgendwas in die verdeckte Verteidigung, wie üblich. Und wir greifen mit Doron Nummer 3 hier drüben an. Naja, das war jetzt nicht wirklich schwierig, diese Regenbogenblume zu zerstören. Dann opfern wir den anderen Doron als Tribut und spielen dafür unseren Säbelschlitzer mal wieder aufs Feld. Das sollte es dann auch schon gewesen sein. Doron direkter Angriff und Doron direkter Angriff. Duell gewonnen. Gegner hat keine LP mehr. Duell-Sieg. Kapazität ist um 5 gestiegen. 730 Domino halten und du hast Nemoriko bekommen. Sogar eine richtig gute Karte mal als Belohnung gekriegt. Tja, Nemoriko kennen wir schon und haben wir auch schon selbst im Deck. Ansonsten würde ich es jetzt reintun. Arg, bitte vergib mir, Insektor Hager.
Insektor Hager hat für Abschaum wie dich keine Zeit, dafür hat er uns. Haha, du hast Mumm, so viel steht fest. Es mit uns aufnehmen zu wollen, der Insektenarmee. Ja, die Insektenarmee. Der erste der Insektenarmee ist recht schnell gefallen. Und der zweite spielt Sturmdoggerer direkt in der ersten Runde. Nicht unbedingt die beste Karte. Dann aktivieren wir unseren Krötenmeister und rufen uns einen Schleimfrosch aufs Feld. Tja, leider ist ein Sturmdoggerer stärker als der Schleimfrosch. Da werden wir Raigeki direkt mal in der ersten Runde raushauen müssen. Mag ein bisschen verschwenderisch aussehen. Allerdings, wenn er den Schleimfrosch jetzt nicht besiegen kann, ha, was er nicht kann, ist es tatsächlich sehr sinnvoll, denn jetzt können wir den Schleimfrosch opfern für die Bolzenschnecke auf unserer Hand. Bams, Bolzenschnecke und Angriff mit dem Krötenmeister reicht für den Menschenfresserkäfer und direkter Angriff mit 1400 durch die Bolzenschnecke. Zug beenden. Tja, ne, ich glaube nicht, dass er das irgendwie übertrumpfen kann, unsere 1400er Schnecke. So stark sind die Bots dann meistens schon wieder nicht mehr. Tja, Legul kriegt ja immer einen Feldpowerbonus, dann benutzen wir den wohl. Ja, legen ihn am besten in die Verteidigung, weil dafür ist er nicht stark genug, um im Angriff liegen zu bleiben. Vielleicht können wir ihn für irgendwas anderes opfern. Vielleicht ziehen wir irgendwas Sinnvolles nach. Oder vielleicht können wir... Ja! Vielleicht können wir einen Angriff provozieren. Jawohl, wir hatten einen Vorteil mit unserem Waldmonster gegen Erdmonster Hanehane. Und von daher haben wir den Kampf automatisch gewonnen. Tja, dann können wir jetzt direkt Angriffe mit allem starten, was wir auf dem Feld haben. Bams, des bösen Hand und Legul und die Bolzenschnecke und zu guter Letzt auch unser Krötenmeister. So, er wird doch wohl nicht widerstehen können, Legul jetzt anzugreifen. Wow, er hat tatsächlich widerstanden, Legul anzugreifen. Tja, jetzt würde ich gerne den Effekt von des bösen Hand benutzen, kann ich aber leider nicht, weil er ist leider schon aufgedeckt. Oh, wie schade. Schon wieder Hanehane und direkter Angriff mit dem Krötenmeister. Ja, ne, dann direkter Angriff mit des bösen Hand und Legul beendet dieses Duell. Wie oft kommt Legul schon mal dazu, ein Duell zu beenden? Gegner hat kein LP mehr, Duellsieg! Kapazität des Decks um 5 gestiegen, 830 Domino halten und du hast der Dreck bekommen, der Dirdeck. Dirdeck? Ja, ein bekloppter Name, der Dirdeck. Ja, ne, generell eigentlich ein ganz ordentliches Monster, kann man nichts gegen sagen. Puh, oh warte, du hast uns zu deinen Feinden gemacht. Das ist ja grauenhaft, was soll ich jetzt nur tun, buhu. Insektohager ist der stärkste Duellant, er wird dieses Turnier mit Sicherheit gewinnen, so einer wie du hat da keine Chance. Haha, willst du es wirklich wagen? Ich zeige dir, wie stark ein Insektenduck sein kann. Sagt der dritte und letzte der Schüler von Insektohager, der erstmal nur eine verdeckte Karte in der Verteidigung spielt. Ja, ne, ich würde sagen, weil wir nichts wirklich Besseres auf der Hand haben, aktivieren wir erstmal den Effekt der Sand oder des Lebens und haben dann hier ein 1200er Monster, das stark genug sein sollte, jawohl, dass es von nichts angegriffen werden kann. Ja, dann legen wir unsere ausgedeckte Ruine, sehr schön, und Tributopfern dieses Viech direkt mal für Kairyoshin, Bams, und weg mit dem Wald und hallo Umi, sehr schön, das sollte das Duell schon gewesen sein, wenn ihr jetzt nicht irgendein super starkes Zwei-Tributen-Monster oder so rufen kann, was ich irgendwie bezweifle. Ja, ne, wir haben irgendwie keine ordentlichen Monster dieses Mal. Wir legen die Raupe in die Verteidigung, greifen mit Kairyoshin an. Na, nicht, dass Kairyoshin nicht ein ordentliches Monster wäre, aber er ist nun mal nur ein Monster und ist ein bisschen unpraktisch, um mehrere Monster aus dem Weg zu räumen. Jawohl, die ausgedehnte Ruine hat schon mal eins seiner Monster aus dem Weg geräumt und das andere Monster, die Tentakelpflanze, konnte sich nicht zurückhalten, unser schönes Monsterlein hier auszulöschen. So, ne, Muriko macht das Ding kaputt, das da in der Verteidigung liegt und Kairyoshin besiegt die Pflanze. Bleiben unserem Gegner noch 6160 Lebenspunkte. Wieder nur eine verdeckte Karte in der Verteidigung. Ah, unsichtbarer Draht legen wir auch noch aufs Feld und dann opfern wir Nemoriko für unseren dämonischen Freund hier Morinfen. Morinfen besiegt den Menschenfresserkäfer, kein Problem. Und Angriff mit Kairyoshin. Bleiben noch 3820 Lebenspunkte. In der nächsten Runde sollte es vorbei sein, wenn wir jetzt was Ordentliches ziehen. Ah, es ist Mechaleon, das sollte reichen. Jawohl, für die Regenbogenblume. Direkt Angriff mit Morinfen und der letzte vernichtende Angriff mit Kairyoshin. Kabam. Und wieder mal hat unser Gegner kein LP mehr. Duellsieg. Kapazität ist um 5 gestiegen und 720 Domino erhalten. M-Krieger Nummer 1 bekommen. Wuhu, ein Monster, das wir nicht benutzen werden. Der kann allerdings M-Krieger 2 stärken, wenn M-Krieger 2 auf dem Feld ist. Brauchen wir aber nicht wirklich, wie gesagt. Nicht zu fassen! Wie konnte ich da nur verlieren? Tja, und jetzt duellieren wir uns mal mit Insektor Hager. Oh, du bist ja gar nicht so schlecht, Hiuhiuhiu. Ich habe deinen Stil in den Spielen beobachtet. Du bist nicht in meiner Klasse, Hiuhiuhiu. Hiuhiuhiu, na gut, duellieren wir uns um Locator-Cards. Mein toller Insektendeck macht Kleinholz aus dir, Hiuhiuhiu. Ach, Weevil, Weevil. Musst du immer hio, hio, hio lachen. Er ist eine Reihe als Erster und er aktiviert Legul und kann uns so in der ersten Runde schon Schaden machen, gemein wie er ist. Allerdings hat Legul nicht gerade die höchsten Angriffswerte, wie wir wissen. Und wir haben nicht gerade die beste Hand. Naja, immerhin haben wir Mechaleon mit 800 ATK, das sollte erstmal reichen. Zumindest für Legul auf jeden Fall. So, Zug beenden. Da haben wir immer einen reißenden Tribut, der uns vor so ziemlich allem beschützt, was er im Moment spielen könnte. Ja, ne, dann spielen wir noch Nemoriko dazu. Das ist nicht übel, sind allerdings leider nicht stark genug, um diese Klingenfliege da vorne zu vernichten mit 910
10 Verteidigungspunkten. Da müssen wir jetzt extra Raigeki für aktivieren. Ich glaube, wir warten lieber erstmal eine Runde damit. Vielleicht spielt er noch irgendwas Stärkeres oder opfert. Nein, tut er nicht. Na, dann können wir Raigeki jetzt in dieser Runde aktivieren. Dann können wir wenigstens angreifen. Bams, Raigeki wurde aktiviert und die Monster sind vernichtet. So, und jetzt können wir Monster Wiedergeboren benutzen, um sein Viech wieder zurückzuholen. Da ist er, die Fliege. Haha. Und dann spielen wir noch das Monsterauge hier und greifen damit auch an. Das macht zwar so gut wie überhaupt keinen Schaden, aber hey, damit können wir einen Angriff provozieren. Und wenn er angreift, dann aktiviert er unsere Falle und das Monster wird sofort zerstört. Also direkter Angriff mit allen, bleiben nur noch 4960 Lebenspunkte übrig. Jawohl, Falle reißender Tribut zerstört sein angreifendes Monster, das ist sehr schön. Und jetzt müssen wir nur noch was Sinnvolles nachziehen. Jawohl, die Maske der Finsternis, das ist doch mal ein guter Nachzug. So, bleiben noch 4060, dann legen wir das Monsterauge in die Verteidigung, weil uns nichts mehr schützt in der nächsten Runde. Und dann greifen wir mit den restlichen Monstern direkt an, mal wieder. So, bleiben noch 1680 Lebenspunkte. Wenn er jetzt nichts macht, sind wir in der nächsten Runde der Sieger dieses Duells. Ha, die Klingenfliege. Und sie kann sich nicht verteidigen, weil er zu provoziert war, uns anzugreifen. Haha. Ah, die Bot-KI hat sich mehr oder weniger gerade umgebracht, muss man so sagen. Kabams, Klingenfliege wird durch die Maske der Finsternis zerstört und dann ein direkter Angriff von unserem gerade gespielten Doron und der vernichtende Angriff mit seiner eigenen Klingenfliege. Der Gegner hat keine LP mehr. Du, Elsie, Kapazität ist um 30 gestiegen. 3000 Domino-Alten und du hast die Insektenkönigin bekommen. Die Insektenkönigin braucht mir viel zu viele Opfer, auch wenn sie eigentlich nicht übel ist und Insekten stärkt. Juhi! Was ein Wort. Ich habe gegen einen Wurm wie dich verloren, Igitt! Du hast deine Low-Catter-Card bekommen, jawoll ja. Mein Insektendeck ist der stärkste, ich konnte doch gar nicht gegen dich verlieren, ich verlange Revanche, hey! Ach Gott, die will doch nur immer noch mal mit den Leuten reden und die fordern mich dann einfach heraus. Ach, naja, gut, wenn's denn sein muss, machen wir halt noch ein Duell. Also, Krötenmeister als Startmonster beschwört per Effekt mal wieder den Schleimfrosch. Ich hoffe mal, der Schleimfrosch überlebt eine Runde lang. Ich schätze mal, da drüben wird wieder die Klingenfliege liegen. Die können wir wahrscheinlich nicht besiegen. Na, da liegt auf jeden Fall jetzt eine Klingenfliege. Die ist stärker als wir mit ihren 780 und unser Frosch hat nicht überlebt. Na, dann würde ich sagen, spielen wir mal den Hexenlehrling oder lieber die Sanduhr. Ne, erstmal den Hexenlehrling, damit wir den dann nachher auch mit stärken können. Aktivieren seinen Effekt, damit er genügend Angriffspunkte hat, um eine Runde zu überleben. Und dann können wir mit dem Krötenmeister angreifen. Können wir jetzt doch nicht, leider, weil da drüben liegt unbegrenzte Entlastung. Eine Falle, die uns am Angriff hindert. Sehr schön, er hatte kein Monster, mit dem er 2 Tribute opfern muss. Das finde ich gut. Das wäre auch sehr gefährlich geworden. Das heißt, wir können jetzt von unserer Hand finsternes Naht aktivieren. Und dann können wir noch einen Frosch auf das Feld beschwören. Yay, noch ein Schleimfrosch. Den können wir dann nämlich direkt mal per Tribut opfern und uns dafür Morinfern rausholen. Und dann aktivieren wir nochmal den Effekt vom Hexenderling. Praktischerweise bleibt dieses Monster gestärkt, obwohl wir es wieder verdeckt haben. Und dann wird er jetzt nochmal um 500 Angriffspunkte gestärkt. Sehr schön, das ist schön. Und Morinfern kann auch noch angreifen. Es lag dort ein Basisinsekt. Ja, sehr gut. Und Zug beenden. Hiuhiuhu, er ist an der Reihe. Ja, mal wieder. Er kann immer noch nichts als Tributbeschwörung holen, das ist gut. Dann aktivieren wir den Effekt der Sanduhr des Lebens und stärken unser Team hier nochmal um 500. Da sehen wir jetzt plus 3 bei unserem Hexenlehrling. Sehr schön, sehr schön. Der ist schon auf 2050. Damit zerstören wir das andere verdeckte Monster. Es war nur ein geflügeltes Mistviech. Und der Krötenmeister macht den Schlag gegen die Klingenfliege, um das gegnerische Feld komplett aufzuräumen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kann es doch schon nicht mehr lange dauern. Wir haben zwar noch nicht viel Schaden an den Lebenspunkten gemacht, aber bei der Armee sollte das nicht sonderlich schwer werden. So, nächster Hexen Lehrling wird aktiviert. Das heißt, wir haben mit einem anderen Hexenlehrling da jetzt schon 4 Power-Ups und der ist jetzt schon auf 2550 Angriffspunkten. Das ist doch mal ein Wert. Ja, leider hat die Sanduhr jetzt nicht gereicht, um Sturmdor gerade zu besiegen. Allerdings kann der Krötenmeister das jetzt tun und der Hexenlehrling macht einen direkten Angriff und Morinfern macht ebenfalls einen direkten Angriff. Da bleiben schon nur noch 3400 Lebenspunkte. Mein Gott, das sind doch endlich mal Angriffswerte, die wir hier liegen haben. Tja, da ist nur ein verdecktes Monster in der Verteidigung. Morinfern reicht da locker aus und noch ein direkter Angriff mit dem Hexenlehrling. Und der Vernichtende dann mit dem Krötenmeister. Das war's. Der Gegner hat keine LP mehr. Du, Elsie, die Kapazität deines Decks ist um 10 gestiegen. 2400 Domino halten und wir haben die Bärenfalle bekommen. Tja, ne, auch so eine Falle, die angreifende Monster zerstört, allerdings nur bis 1500. Giui, ich kann nicht gewinnen, nicht gewinnen. Da heult er wiederum, der Weevil. Ja, da haben wir den also auch zweimal besiegt, genauso wie Rexy schon beim letzten Mal. Naja, warum auch nicht. Jetzt haben wir schon 5 von 6 Locator-Cards zusammengesammelt. Beim nächsten Mal werden wir mal schauen, wo uns unser Weg als nächstes hinführt. Bis dahin, see ya!